Herzlich willkommen zum ersten, hallo Hund, zum ersten Vlog, 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 Test, irgendwas. Es ist ein Test, ich will einen Videolog machen, unregelmäßig, weil jetzt ja eine neue, komm mal, wenn du da schon bist, steh mir nicht im Weg, komm hier hin, so. Eine Testserie. So, Serie. Typ. 1945 ist lange vorbei, lange vorbei. Wer damit zu tun hatte, der weiß, wie viel das wert ist, dass das vorbei ist. DVDs, wenn man die immer noch haben möchte, gibt es bei Marcel. Hier, ich kann das mal in bester Horst-Lüning-Manier oben einblenden. 1945 ist vorbei. Zum Glück. Und ein neues Projekt ist jetzt am Start, wieder mit den Altbekannten eigentlich, größtenteils mit den üblichen Verdächtigen. Jill macht Regie. Jill, hier oben wieder. Dysan hat er jetzt gemacht nach 1945, eine Action-Komödie. Und der war so erfolgreich, dass Dysan 2 jetzt schon in der Mache ist. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. Aber kann man sich auch angucken auf YouTube und Vimeo, glaube ich sogar, den ersten Teil. Ja. Und, achso, das soll aber jetzt so ein bisschen direkten Bezug zu der neuen Serie haben. Typ heißt die. Serie deshalb, damit man noch dazulernen kann, während die Serie entsteht. Und nicht wie bei 1945 nicht. Jetzt hier exklusiv in diesem Vlog Nummer 1, eine Szene aus der Serie schon hier jetzt. Das ist jetzt nicht wichtig. Das war sie. Wow. Schön. Ansonsten Neuigkeiten. Ah, wer Spiele mag, Videospiele. Hier, das Bacon kann ich empfehlen, ganz uneigennützig. Und bleibt dabei im nächsten Vlog zur Serie. Ach so, erzählen wollte ich. Letzter Drehtag, erster Drehtag war jetzt schon. Und natürlich in guter alter Manier ging es wieder los mit Sachen wie: Das Auto vom Regisseur brennt und er steht auf der Autobahn, er kommt leider nicht. So fing das an, ja. Also die neue Serie steht auch wieder unter einem sehr guten Stern. Ich bin zuversichtlich, ich freue mich drauf, bin gespannt auf den nächsten Drehtag und hier kann man dann immer so Making-of-Sachen sehen oder auch Making-on. Wie nennt man das dann, wenn das dann doch wirklich aus dem fertigen Produkt ist? Na, weiß ich nicht. Hier dann demnächst, eventuell. Vielleicht war das auch der letzte. Es ist ja nur ein Test.